Welcome back, Ladies and Gentlemen. Ich bin's wieder, wir sind wieder am Stissen mit Assassin's Creed Valhalla. Ich hab's auch versucht, gegen diesen Dude zu kämpfen, mehrmals, und, Alter, ich finde keine Taktik. Deswegen plündere ich hier Schatzhortkarte eingesammelt. Was haben wir gerade gefunden? Kann ich die direkt einsehen? Warte, wo ist sie? Ich habe einen Eimer. Können wir die hier unten? Okay, lesen. Okay, Schatzkarte, Lancashire. Gut, das, ja, nee, das, ja, ja. Okay, ja, das war auf jeden Fall einleuchtend. Ich habe keinen Plan, wo das war. Hier wahrscheinlich, hier beim Rüber. Wir werden jetzt hier noch schnell zu dem Hort gehen und hier kommen wir leider noch nicht rein. Ich habe auch keine Zeit, mir das genau anzuschauen. Ich habe es versucht, aber dieser Dude, ey, der ist auf jeden Fall Endgegner. Da müssen wir später wieder kommen, wenn wir ein bisschen mehr Stärke haben, ganz klar. Wir werden jetzt hier noch den Punkt einnehmen und dann können wir hier hin schnell reisen. Danach geht's ab zum Schiff und weiter die Küste entlang. Ich habe hier auch ein paar neue Dudes gefunden, ein paar Freunde. Man sieht das hier, der chillt hier gerade noch, keine Ahnung wieso. Hier ist auch noch, ah ne, da ist keiner. So, tschüss, gib mir meinen Pfeil. Nice, er war so nett, hat mir tatsächlich meinen Pfeil gegeben. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Ich würde einfach mal sagen, hier hoch. Das klingt doch irgendwie plausibel. Die Frage, können wir jetzt hier hochlaufen? Yep, können wir. Gut, und wo ist jetzt hier der... Oh, perfekt. Ey, dieser Templer, ey. Ich habe keine Ahnung, was sie dem zum Fressen geben, dass der so abnormal krass ist. Vor allem, wir können ja nicht mal mit einem schweren Angriff sein Schild durchbrechen. What the frack? Zumal alles mit gefühlt jedem Angriff ausschottet. Richtig krank, aber hey, was wollen wir machen? Wie gesagt, hier kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Den Dude, den werden wir nochmal herausfordern und schnetzeln. Doch jetzt erstmal hier synchronisiert, deswegen können wir hier dann schnell reisen jederzeit. Perfekt. Und ja, endlich gibt es hier überall diese Heuhaufen. Ich verstehe nicht, wieso jetzt überall Heuhaufen sind. Als ob sie einfach sich gedacht haben, ja gut, der hat jetzt die Quest gemacht, der braucht einen Heuhaufen, wo er reinjumpen kann. Stellen wir überall mal einen Heuhaufen hin. Kann doch nicht sein, oder? Wir haben auch eine neue Fähigkeit. Leute, der wirft jetzt schon mit dem Schüssel nach uns. Wir sind doch nicht mehr in der Nähe. Ja, übertreibt doch. Ich muss auch sagen, den Damage, den die Leute auf meinem Schiff angerichtet haben, war auch mal genius. Und dass die hier auch nicht mit mir angreifen, obwohl ich sie gehornt habe. Und ja, gehornt ist ein Wort. Gibt es seit heute. Ja. Hallo? Küste? Ja, ja, wir schippen jetzt wieder die Küste entlang. Zum... Wir sollten vielleicht auch erstmal ein Quest hier auswählen. Wie gesagt, das hier lassen wir jetzt alles liegen. Hier den kleinen Scheiß. Wir werden hier nochmal hin. Und das hier einsammeln, babom, den schnelleren Punkt hier, und dann geht's direkt weiter hierhin. Deswegen, jo, bis gleich. Okay, Schnellreisepunkt entdeckt und schaut euch das mal an. Wir sind hier genau am Rande einer Festung. Ich will jetzt mal schauen, was es hier für geilen Loot gibt. Vielleicht können wir die Feste angreifen. Mal schauen. Problem ist, wir können hier nicht mit unseren Leuten hin. Das macht's ein bisschen problematisch. Aber nochmal, gibt es hier irgendeinen geilen Loot? Nur mehreren kleinen Scheiß. Nichts wirklich Großartiges. Jo, dann würde ich sagen, Main Quest weiter. Na toll, jetzt sind wir langsam angekommen. Und ihr seht hier rechts Schnee. Zum Glück empfohlene Stärke 250, also werden wir hier sowieso nicht vorbeischneiden. Hahaha, vorbeischneiden. Leute, war ungeplant. War wirklich ungeplant. Ah, Leute, ich wollte nicht die 5 abgeben, sondern nur die Kiste. Aber ja, richtig geil. Ja, wobei, wir können eigentlich... Wir können noch weiter spielen. Aber ja, da will ich nicht hin. Wir werden jetzt hier... Anlegen. Perfekt. Okay, neue Schnellreiseziel. Wir haben ja auch einen Aussichtspunkt, da können wir dann auch nochmal hin. Hätten wir theoretisch auch nochmal ein Schnellreiseziel. Ah ja, welcome. Reptum.
Repton. Repton. Oh, hier haben wir. Was ist das nochmal? Achso, hier. Ah, okay, nee, hier können wir wieder unseren Dude kreieren, so einen Jomswikinger. Hier unten ist ein Eingang, da würde ich gerne hin. Warte, wait, alle. Und hier hin. Hier ist bestimmt irgendwas Geiles. Irgendwas muss doch hier sein. Wahrscheinlich nur so ein Billo-Kram, aber ich denke einfach mal positiv. Okay, hierhin ist auch unser Bruder geritten. Wir haben sowieso gemeint, wir kommen irgendwann nach, deswegen passt es ganz gut, wenn wir schon hier sind. Vielleicht müssen wir in jedes Gebiet mal, deswegen wird, oder vermute ich jetzt einfach mal, deswegen wird das jetzt nicht so, ja, nicht so viel Gewicht haben, dass wir hier als erstes hingegangen sind. Ja, das wollte ich gar nicht. Was geht ab? Who stands before Ivar Ragnarsson? Are you Sigurd Drenger? Igor! Eivor. If you keep that up, we'll stain the floors. The place could use some color. Who are they? All spies. Dressed to look the part of a peasant. Got feisty. Pitchfork. From this rabid little one. Was a time when you met and slew your enemy on the field before they could dream of things like sending spies. Oh, oh. And now we shake hands and make deals. Not my thing. I figured. I love them whipped, weeping, and reeking of piss. Wurde der nicht gerade aufgeschüttelt? Good boy. Wer ist das? You're free, Saxon Piggy. To run amok through the Mercian fields. I would have let him down easy. Follow me. I'll give you. Ja, wir werden da tatsächlich sogar noch ein bisschen radikaler. Aber ich wollte dich doch gar nicht hin. Ich wollte erstmal noch mal gucken. What do you call this place? I call it the shithole. To the Mercians, it is Repton. Their most revered kings are buried below the church. Yeah, imagine their weeping when we drove them out. You plunged your knife deep into the heart of this kingdom. That is right. We've got a number of Saxon nobles lined up with their lips puckered, ready to kiss our asses. The only holdout is King Sorry, wir gehen hier rum. Ah, nee, da wollen wir nicht hinsetzen. Hauptsache, wir gehen hier rum, plündern erstmal alles. I take it that's where we'll find my brother. Right. Talkers they are, Uba and Sigurd. Might want to dig the wax from your ears. Jetzt auf einmal kann er laufen. Jetzt auf einmal. Wo läuft er hin? Der erste Dude, der wirklich mal die Beine in die Hand nehmen kann. I'm not going anywhere, Backrunt. You have the king on his heels because of me. Because of my men. For which you were paid. But that price does not change because you have caught a whiff of our Hacksilver hoard. You forget I am a sellsword. I ask what I please, and I take what I'm owed. If I wanted to hear you talk shit, I'd gouge out your tongue and shove it up your ass. Now fuck off. Deren Rüstung, das ist auch so Bruderschaftsrüstung. But worry not, Uba. I have the warriors you need. This is one of them. My worries have vanished. Eivor, Wolfkist, you have come at just the right time. Uba and Ivar here are hunting a king. And when we've caught him, we mean to crown another.
our dear Thane Shellwolf here. It's not a role I begged for, but it's what Mercia needs just now. A man to fairly rule both Saxons and Danes. Wirst du zum Herrscher über ein Königreich geeignet? Herrschaft durch einen Sachsenkönig. Der jetzige König will nach deinem Kopf verlangt. Die sind alle irgendwie ein bisschen madig. Ich folge mal. What it takes to be king. One day, I hope. As it stands, we at least have an understanding. The king has refused our offers of peace. Jailwolf means to change that. There'll be a new king for a new England. For now, Burgred is holed up in his fortress at Tamworth, making a final stand. Another shithole, only further south. We've held a siege there for weeks to no effect. So, no more knocking. Now we batter the gate to splinters. Nice, die nächste Schlacht steht vor. Remove Burgred and crown Shalewolf. Come morning, the Shire is ours. And Mercia soon after. Yes, remove. I cannot stress that enough. Burgred is not to be hard. My legitimacy as king hangs on this one simple fact. You rob all the joy from war, Saxon. Not every victory needs to be marked by the slaughter of a king. Wieso nicht? Ich bin nichts dagegen. But it is much better. His request is fair, Ivar, and we will honor it. Jailwolf betrayed his present king. Maybe tomorrow he betrays us too. Why trust him? How can I answer that with any hope that you'd believe me? I only want what is best for the people of Mercia. And I want what's best for my son. In Burgred's Mercia, where Danes and Saxons murder one another daily, it's not possible. This is a good plan, brother. I am ready for the coming fight. Ich habe noch gar nicht zugesagt, aber okay, ja. Scheide ohne meine Einwilligung. So do we. An alliance between my clan and Mercia's crown. See this man installed on his throne and you will have it. I swear. The bold sons of Ragnar bellow to sound the spear din and the thunder of shields. So let fall the arrow storm. The battle begins. Ah! You never said this one was a poet. I need to piss. We have a forward camp just north of Tamworth. Will you go with us? Lead the way. Begin the sights of Repton if you like. We will be at the docks when you are ready to go. I'm glad you and your brother have come, if only to bring some measure of calm. Ease yourself, Jailwolf. We all stand to benefit, and you'll be remembered for this for years to come. For all the wrong reasons, I fear. A lively okay. Town. Quite a lot to see here. Jetzt müssen wir mit Uba sprechen. Wo ist Uba? Und jetzt gehen wir endlich diese scheiß Treppe, wo wir schon die ganze Zeit hin wollten, und nehmen den Aussichtspunkt ein. Das kann doch nicht angehen hier. Die Frage, wie kommen wir zu der Treppe und von wo ist die? Aha, scheinbar hier drin. Als ob da jetzt so ein Mittelteil ist, dass wir da nicht rein können. Gut, dann versuchen wir es hier nochmal. Hier wollten wir rein und ja, ah gut, deswegen haben wir es ausgelöst, weil hier ist auch der Eingang. Ja, da will auch hier jetzt gerade, sag ich jetzt mal, die Quest, deswegen, ja, immer das nicht. Okay, hier ist ein bisschen verschachtelt, was haben wir hier? Bezüglich Rix Gnua. Yo, okay, das hier werde ich nun wirklich nicht lesen. Resi der Ältere. Diese kleine Schriftstücke, kein Ding. Können wir easy machen. Nimmt doch nicht zu viel Zeit in Anspruch, aber hier zum Beispiel beigesetzte Könige von Mercia. Ja gut, das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt lesen. Okay, vielleicht gibt es hier unten irgendwann mal noch die Quest, weil bis jetzt war das hier nicht wirklich ergiebig. Da werden wir jetzt noch hier den Aussichtspunkt einnehmen. Oder zumindest synchronisieren. Wir klettern jetzt einfach hier hoch. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es hier oben auf dem Dach ist. Ja, oder oben sehen wir schon das Kreuz.
Achso, bei uns in den Bergen markiert ein Kreuz immer so den Gipfel. Und hier ist es ähnlich. Wo wir synchronisieren können, also wo der Gipfel ist, hier ist auch ein Kreuz. Können wir hier diese kleinen Säulen auch hochklettern? Ja, schaut euch das an. Sieht doch wunderbar. Wunderbar. Denen ist klar, dass die hier oben ein Loch haben. Das wird ein bisschen zugig vielleicht im Winter. Aber auf der anderen Seite, ihr seht das hier, liegt schon Schnee. Ey, kommst du da jetzt nicht hoch? Ja, als ob sie da jetzt außen rumklettern muss. Weil über die Fackel können wir eigentlich auch mal. Und tschüss. Ich hoffe, ich fackel jetzt niemand ab. Ah, ich fackel nur ein Haus ab. Ja, easy. Schöne Gegend. Wobei man das Gefühl hat, dass alles gleich aussieht. Bis auf diese Schneeseite auf der anderen Seite. Da ist auch Gebiet oder Stärke 250 empfohlen. Da werden wir garantiert nicht hingehen. Könnt ihr vergessen. Und jetzt hoffe ich, dass hier irgendwo ein Heuhaufen ist. Und ein Heuhaufen? Ist es ein Heuhaufen? Ist hier rechts vielleicht einer? Das hier unten ist doch einer. Ja, okay. Das war jetzt ein bisschen so eine 50-50-Chance, weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich ein Heuhaufen ist. Okay, dann ab zu Uba. Ich schaue lieber mal auf der Karte. Okay, das ist noch hier in der Stadt. Wenn nicht, dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein Kilometer weg ist. Wir laschen da den ganzen Weg hin. Was haltet ihr von der Geschichte von Assassin's Creed Valhalla? Ich persönlich, ich finde es ganz cool. Auch wie sich hier alles so entwickelt, finde ich ganz gut gemacht. Wie gesagt, mein Lieblingsteil ist es noch nicht. Aber gut, ich denke, das hängt auch einfach damit zusammen, dass ich Brotherhood in meiner Kinder gezockt habe. Und gefühlt ist alles, was man in der Kinder gezockt hat, richtig episch, wenn man älter ist. Hi there. Hallo, Uba. Eivor, is your axe sharpened? Ja, na klar. Wie ist immer geschärft. I'm ready for the spear din. And the thunder of shields, yes. It's good to have you with us. To fight beside such legends is an honor. I've only heard tales of your conquests. Now I get to live them. We'll weave our sagas together. Thread upon thread. Come on, boy. We'll forge a man from your softness, hammered on the anvil of war. You don't need to fight to be a... Move! Move! Call me, Wyatt. Jetzt hier was ein Badass, aber ich habe irgendwie das Gefühl, als ob wir den irgendwann noch killen müssen. The fight is nowhere to be found in this boy. A boy who happens to be Jailwolf's son. Why is he not in his quarters? Our future king wants a battle-hardened heir. Time he proves his worth, don't you think? Ja, genau jetzt. Oh mein Gott. Can't be an heir if he's dead, Ivar. Can he wield a sword? I've had some training. I only... I don't want to kill anyone. These are my friends. Na gut. My countrymen. Ehrbares Denken. Little King. They won't call you friend now. You can thank your father. Also ehrbarer Gedanke. Ivar. Lieber kein Krieg, eher Frieden. Comes with us. Aber jo, ich glaube, wenn die Dudes ihn sehen und wissen, dass er der Sohn des Königs ist, werden sie jetzt sich nicht denken, ja, den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Er ist doch jung. Okay. Das, ich hoffe, das war jetzt nur ein Scherz. Jo, wir müssen jetzt hier weit reiten. Jo! Weit reiten ist noch relativ... wo ist die? Ja, ja. Okay, meine Freunde. Da wir jetzt hier einen weiten Weg zu reiten haben und so wie es aussieht, auch ja, wir hier mit unserem Mates reiten müssen, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich reite jetzt hier nach Lancaster und dann sehen wir uns da auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis dann. Ciao, ciao.